Hallo meine Lieben, vor einiger Zeit hatte ich euch mal gefragt, ob ich euch zeigen soll, wie man einen Strampler mit Knopfleiste zum Wickeln näht. Das fanden einige von euch sehr interessant und darum gibt es heute dieses Video dazu. Perfekt zu Halloween habe ich mir auch noch den passenden Stoff dafür ausgesucht und darum würde ich jetzt einfach mal sagen, legen wir los und viel Spaß bei diesem Video. Als allererstes habe ich hier ganz normalen Jersey-Stoff. Ich habe da jetzt ein Halloween-Motiv gewählt, weil ich das natürlich auch für Halloween nähen möchte. Dann habe ich hier Bündchenstoff in Schwarz. Das ist Feinripp, es gibt den auch in Grobripp, aber für diesen dünnen Stoff brauche ich jetzt nur dieses in Feinripp. Dann habe ich hier Jersey-Knöpfe, die bekommt ihr entweder von Prüm oder von anderen No-Name-Marken. Ich verlinke euch da mal ein paar Seiten unten in der Infobox. Dann braucht ihr natürlich die diese Zange dafür, um diese Knöpfe eindrücken zu können. Dann ein Rollschneider und ein passendes Schneidebrett. Wenn ihr das nicht habt, reicht auch eine normale Schere, also eine normale Stoffschere. Aber ich schneide einfach total gerne mit dem Rollschneider, weil man da den Stoff nicht anheben muss und sich nichts verzieht. Und dann natürlich hier noch die Schnittmuster. Das sind jetzt eigens erstellte Schnittmuster aus vorhandenen Klamotten, die ich schon zu Hause habe. Da habe ich einfach den Schnitt ein bisschen abgeändert, so wie ich ihn brauche. Ich habe ihn ein bisschen breiter gemacht und den Schritt habe ich ziemlich weit nach unten gesetzt, dass es diesen Pumphosen-Style bekommt. Das hier ist einfach nur, das Beinbündchen. Das ist extra lang, damit man das auch hinterher nochmal umschlagen kann. Ihr könnt auch jedes x-beliebige Strampler-Schnittmuster benutzen, was ihr zu Hause habt. Wenn ihr diesen Zwickel nicht mögt, darum habe ich das bei mir nämlich auch weggelassen, dann müsst ihr einfach nur das Schnittmuster ein bisschen tiefer ansetzen vom Schritt. Also das wäre jetzt zum Beispiel auch irgendwann hier oben gewesen, dann hätte man noch so einen blöden Zwickel einnähen müssen, was ich total umständlich finde. Darum habe ich den Schritt einfach ziemlich weit nach unten gesetzt und dann braucht ihr einfach nur hier eine normale Naht machen. Aber dazu kommen wir dann später nochmal. Zwei Sachen sind mir jetzt doch noch eingefallen und zwar einmal diese Stoffklammern hier, damit man einmal das Schnittmuster befestigen kann auf dem Stoff und damit man hinterher den Stoff auf den Stoff fixieren kann, damit man gut nähen kann. Weil Nadeln sollte man bei Jersey vermeiden, da die nämlich den Stoff schnell mal kaputt machen. Und dann haben wir hier noch eine Flieseline. Da muss ich nochmal gucken, welche Nummer das ist. Ich verlinke euch das auch unten mal in der Infobox. Die benutze ich, um später hier diese Druckknöpfe, wie die hier eingezeichnet sind, nochmal zu verstärken, damit die nicht ausreißen. Und das funktioniert wirklich sehr gut damit. Die ist sehr leicht, trägt nicht auf und fällt auch hinterher nicht mehr auf. Und die Jersey-Knöpfe halten wirklich bombenfest. So, ich habe das Schnittmuster schon mal angelegt. Ich werde euch übrigens jetzt nicht unbedingt alle Basics erklären, weil sonst würde das Video einfach viel zu lang werden. Macht euch am besten ein Wörterbuch zu den Nähbegriffen nebenbei noch auf. Falls ihr einige nicht wissen solltet, dann könnt ihr euch da schnell belesen. Ich habe hier jetzt als erstes die hintere Seite des Stramplers angelegt und zwar im Bruch, das heißt in der Faltkante von dem Stoff. Ich habe mit Absicht nicht so viel umgefalten, weil ihr wollt ja mit dem Rest ja auch noch was anfangen und darum immer sehr stoffsparend anlegen. Ich brauche auch hier nicht auf die Nahtzugabe achten, weil die Nahtzugabe ist schon hier mit im Schnittmuster mit einberechnet. Aber ihr müsstet auf den Fadenlauf noch drauf achten und zwar ist das die Richtung, in der der Stoff gewebt worden ist. Also bei mir ist das jetzt hier in der Richtung. Ja, und dann könnt ihr das auch schon ausschneiden. Entweder, wie gesagt, mit der Schere oder mit dem Rollschneider. Und ich werde jetzt mit dem Rollschneider schneiden. Und so schwierige Rundungen hier wie in der Armbeuge, die schneide ich dann mit der Schere noch aus. Auch am Träger benutze ich die Schere gerne mal, weil die Rundungen einfach zu klein sind. So, und fertig habt ihr schon euer erstes Schnittteil. So, Perspektivenwechsel. Ein paar Tage später. Ich kam nicht eher mehr dazu. Wie ihr seht, ich bin noch nicht wirklich weitergekommen.
Wir machen jetzt einmal hier die Clipsies ab und diese, ja, wie sagt man, die Schnittmuster. So, was ich jetzt hier mache von den Schnittmustern, das obere Teil umklappen. Und zwar habe ich hier ungefähr 5 cm umgeklappt. Pi mal Daumen, ihr müsst nur gucken, dass hier der Bruch auch schön an der Linie entlang läuft. Und dann habe ich hier einfach umgeklappt. Damit ihr hier so einen richtig schönen Strich habt, weil ich möchte das jetzt nochmal, nur den oberen Teil nochmal ausschneiden von dem Stoff, damit ich das hinterlegen kann, weil sonst sieht man das ja im Nachhinein, dass praktisch den Innenteil, und das wollen wir ja nicht, damit das einfach schön aussieht und damit man nicht den kompletten Strampler füttern muss und dann praktisch Stoff ja irgendwo auch verschwendet, mache ich nur den oberen Teil und das reicht vollkommen aus. Man kann dann ja eine Strumpfhose drunter ziehen und dann ist es auch trotzdem warm genug. Das habe ich jetzt auch beim anderen Schnittmuster gemacht. Da habe ich mir einfach zu Hilfe genommen, dass ich das ja schon vorgelegt hatte und habe dann das Schnittmuster auf dem anderen gelegt und gucke einfach nur, dass die Achselecke auf die andere Achselecke passt, also so aufeinander, und habe dann genau die gleiche Menge umgeklappt wie da drunter, damit man später die Teile auch vernünftig zusammennähen kann. So, das habe ich jetzt wieder fest geklemmt. Jetzt schneide ich einfach den oberen Teil wie gehabt wieder aus. Und ihr seht ja noch die Falte, wo ihr umgeklappt habt. Da mache ich jetzt einfach so einen kleinen Schnitt rein, also unter dem Papier natürlich. Und ich habe ja hier nur bis zur Ecke geschnitten, wo die Faltkante ist. Dann klappe ich das um und brauche eigentlich nur mit dem Rollschneider jetzt noch bis zur anderen Ecke rollen. So sieht das ausgeschnittene Teil dann aus. Das ist jetzt die Vorderseite, jetzt fehlt mir noch die Rückseite. Dann fehlen jetzt noch die Bündchen und dann kann man später schon anfangen zum Zusammennähen. So, jetzt brauchen wir ja noch Bündchen. Da habe ich jetzt einfach auch so ein Schnittmuster Vordruck genommen. Das ist einfach nur so ein Rechteck, was ihr ausschneiden müsst. Das ist jetzt in der speziellen Größe 62-68. Das ist jetzt für die Beinbündchen und die sind dann auch verlängerbar. Das heißt, das sind Mitwachsbündchen und die schneiden wir zu. So, hier habe ich jetzt den Bündchenstoff. Ich habe jetzt schwarzen Bündchenstoff gewählt. Die Fadenrichtung ist hier von oben nach unten. Der stretchige Teil ist praktisch hier von links nach rechts. Wir müssen das Bündchen jetzt so anlegen und ausschneiden. Damit ich jetzt nicht ganz so viel Verschnitt habe, habe ich das hier ganz knappkantig umgeklappt. Lege mein Schnittmuster jetzt im Bruch an, das heißt in der Faltkante, und werde dann einmal hier außenrum zuschneiden, und das macht ihr dann zweimal. Ich werde das dann einmal oben und einmal unten anlegen. Ich habe ganz vergessen, euch noch zu zeigen, wie ich im Schritt praktisch diese Öffnung mache, also dass man da ein paar Knöpfe einbaut, dass man zum Wickeln nicht immer den kompletten Strampler ausziehen muss. Und da habe ich mich jetzt für weißen Bündchenstoff entschieden, damit das halt nicht ganz so auffallend ist, wie als wenn ich jetzt schwarzen Bündchenstoff nehmen würde. Der Fadenlauf geht diesmal so in der Richtung. Und jetzt schneide ich mir unten von der geraden Seite, ich habe hier das einmal schon mal gerade abgeschnitten, dass ich einen geraden Abschluss habe, da schneide ich mir jetzt genau 4 cm ab. Dafür gibt es extra so Lineale. Das ist jetzt von OmniGrid, heißt das, glaube ich. Habe ich mir mal bei Amazon irgendwann bestellt. Ich kann euch das mal unten in der Infobox verlinken. So, und wie ihr sehen könnt, ist das halt im Loop gestrickt. Das geht einmal rundherum. Aber wir wollen das ja benutzen können auch richtig. Und darum schneide ich das jetzt hier einmal auf, damit wir einen langen Strang haben. So, und diesen Stoffstreifen habe ich jetzt einmal in der Mitte gefaltet und gebügelt. Also, dass ihr praktisch das einmal halbiert habt. Und dann kann man damit dann später weiterarbeiten. Ja, und mehr braucht jetzt eigentlich nicht mehr. Jetzt können wir schon an das Zusammennähen gehen. Ihr habt jetzt also einmal diese Leiste, damit ihr später ohne Probleme wickeln könnt. Dann 2 Beinbündchen ausgeschnitten. Dann das zum Hinterlegen. Also einmal vorne und einmal hinten zum Hinterlegen. Und dann natürlich einmal das Vorderteil und dann einmal das Hinterteil. So, ich habe jetzt schon mal angefangen, das zusammenzustecken. Nicht wundern, Emilian ist im Hintergrund, der spielt gerade am Spielbogen. Und zwar habe ich jetzt schon die beiden Teile, also Vorder- und Hinterteil, richtig herum hingelegt, also dass einem die schöne Seite anguckt. Und habe dann hier diesen Streifen, den ich gerade umgebügelt habe. Ihr müsst darauf achten, wenn ihr den umbügelt, dass die nicht schöne Seite innen ist und die schöne Seite außen ist. Die habe ich jetzt praktisch
die offene Seite an die offene Kante des Stramplers gelegt und festgesteckt. Also wie man das hier sehen kann, hier ist die offene Seite und hier ist die offene Kante, also das Innenteil von dem Strampler. Ich habe auch das Bündchen hier in der Mitte überhaupt nicht gedehnt, also das ist alles so geblieben, wie es ist, damit man später dann natürlich noch dehnen kann. Man muss es ja schließlich auch über den Po von dem Baby kriegen, von daher dürft ihr das vorher nicht dehnen. Und so werde ich das jetzt mit einer Overlock festnähen. Ihr könnt das natürlich auch mit einer normalen Nähmaschine festnähen. Da braucht ihr einfach nur einen Overlock-Stich einzustellen. Guckt mal in eurer Nähmaschinenbeschreibung, da steht das mit Sicherheit drin. Genauso wie das Overlock-Nähfüßchen, das findet ihr auch in der Nähmaschinenbeschreibung. Achso, ganz wichtig ist natürlich noch, dass ihr unbedingt in eurer Nähmaschine oder in eurer Overlock-Maschine eine Jersey-Nadel einspannen müsst, sonst macht ihr euch natürlich den Stoff kaputt. Achso, alles was hier übrigens übersteht, das schneide ich ungefähr einen Finger breit noch ab, damit ich einfach ein bisschen Überstand habe. Sicher ist sicher, weil wenn ihr zu knappkantig seid, dann kann es auch mal nach hinten losgehen. So, wie gesagt, ich nähe das jetzt an meiner Overlock-Maschine fest. Ich habe hier eine von Pfaff, Hobbylock 2.0, die war in so einem Bündelpaket mit dabei. Und ja, das werde ich dann hier jetzt gleich machen. So, und fertig seid ihr schon. Jetzt wird das einmal umgebügelt, damit das hier schön glatt wird. Und dann seid ihr mit beiden Hosenbündchen, wo man dann praktisch wickeln kann, auch schon fertig. Als nächstes müssen wir hier die Hosenbündchen noch nähen, also praktisch festnähen. Dazu habt ihr die ja praktisch richtig herum ausgeschnitten. Jetzt müsst ihr die aber auf links drehen, also dass die Innenseite nach außen zeigt und so an der langen Seite mit der Overlock oder mit der Nähmaschine versäubern. Das sieht dann so aus und dann wird das dann nach außen gekrempelt, also die Hälfte. Das müsst ihr natürlich schön sauber und ordentlich machen, nicht so wie ich jetzt, damit ihr oben genau den gleichen Abstand habt. Und dann habt ihr auch schon die beiden Bündchen fertig. Dann müssen von den Verblendungen noch die Kanten versäubert werden. Die sind nämlich dann offen. Das habe ich auch mit der Overlock-Maschine gemacht. Das macht ihr auch an beiden Seiten. Und dann könnt ihr die Teile schon mal zusammennähen. Das ist ganz einfach. Dazu legt ihr die schöne Seite aufeinander und müsst nur diese Ecken hier vernähen. Das mache ich auch mit der Overlock-Maschine. Ihr müsst darauf achten, dass die Achselecken, sage ich immer dazu, aufeinander sind, also Ecke an Ecke und unten Kante auf Kante. Und dieses kleine Stück näht ihr jetzt an beiden Seiten zusammen. So, und das gleiche macht ihr jetzt auch mit den großen Teilen. Die legt ihr auch einmal richtig herum zu ein. Ich muss das noch hier umbügeln, das habe ich noch nicht gemacht. Ich zeige euch das nur eben schnell, weil der Kameraakku gleich leer ist. Und dann legt ihr schöne Seite auf schöne Seite wieder aufeinander. Achtet dabei, dass die Ecke da oben auf die Ecke trifft und die untere Beinbündchen-Ecke an die untere Beinbündchen-Ecke. Und steckt das wieder mit Klammern fest und näht einmal die ganze Seite und dann einmal die andere komplette Seite fest. Ich mache das auch wieder mit der Overlock-Maschine. So, wie ihr sehen könnt, habe ich das jetzt komplett einmal mit der Overlock-Maschine zugenäht oder zusammengenäht. So, wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt beide Seiten zugenäht. Jetzt kommen wir zu den Beinausschnitten, die möchte ich jetzt einnähen. Da habe ich jetzt beide schon umgeklappt und umgestülpt. Ja, und hier wollen wir ja jetzt die Beine einnähen. Das ist so aber aktuell noch nicht möglich. Da müssen wir jetzt erst hier einen Verschluss machen, also das erst zunähen. Und da gibt es einen kleinen Trick bei. Und zwar näht man die jetzt nicht einfach so zu, wie sie jetzt hier sind. So, damit ich mir das ein bisschen besser vorstellen kann, habe ich mir das jetzt einmal komplett wieder richtig rumgedreht. Und zwar soll ja der Beinausschnitt mit Knöpfen versehen werden. Und die Knopfleiste soll bei mir zumindest so geschlossen werden, dass das obere Teil auf dem unteren liegt. Und hier kann ich dann so auch festnähen, dass die beiden Beinenden direkt gegenüber liegen. Und genau hier setze ich eine Naht und da mache ich einfach nur einen einfachen Geradstrich drüber, weil der Rest, der lässt sich ja dehnen und das Stück muss jetzt hier nicht unbedingt sein, dass sich das mitdehnt. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Wie ihr kennen könnt, habe ich da einen einfachen Geradstrich nur drüber gemacht. Die beiden sind jetzt miteinander vernäht und ich kann hier das Beinbündchen wunderbar einsetzen. Das habe ich auf beiden Seiten gemacht und kann hier später dann die Knöpfe anbringen. Alles, was hier jetzt übrigens noch absteht, schneide ich jetzt einfach knappkantig ab.
So, wenn ihr jetzt die Beinbündchen einsetzen wollt, habe ich jetzt alles wieder auf links gedreht und stecke das Bündchen in den Strampler rein und mache die Naht von dem Bündchen ungefähr auf die Mitte von dem, ja, von der Knopfleiste. Das habe ich jetzt mit einer Klammer festgesteckt und jetzt mache ich immer hier den Finger rein und den dann bis zur anderen Seite, halte das dann dort fest und dort mache ich dann die nächste Klammer rein. So seid ihr dann sicher, dass alles genau gleich gedehnt ist. Ich zeige euch nur mal ganz kurz, ihr müsst das Bündchen hier dehnen, damit das nicht so knubbelig wird. Seht ihr das? Wenn ihr also ein bisschen dran zieht an dem Teil und dann näht, dann wird das alles schön sauber glatt vernäht. Achso, wenn ihr wissen möchtet, wie ich meine Labels herstelle, könnt ihr mir ja unten mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Interesse daran habt. Dann mache ich mal dazu ein separates Video und zeige euch mal die Materialien und den ganzen Vorgang, also den Prozess, wie ich die Dinger herstelle. Wie gesagt, schreibt mir das unten in die Kommentare und dann gucke ich einfach mal, ob ich dazu ein Video drehe oder ob das eher uninteressant ist für euch. So, wie man sehen kann, fehlt jetzt noch hier oben der Abschluss. Das heißt, wir müssen jetzt diese Verblendung für innen noch reinnähen. Dafür muss ich den Strampler wieder auf links drehen und das auf die richtige Seite und dann geht es gleich weiter. So, und jetzt kommt der etwas schwierige Part. Ich habe jetzt das auf links gedreht und das wieder auf rechts gedreht. Und jetzt müssen wir das kleine Teil in das große Teil reinlegen, sodass die Teile genau aufeinander passen. Und dann gucke ich als erstes immer an den Nähten hier, dann nehme ich mir das so und gucke, dass die Nähte aufeinander sind. Das mache ich auf der anderen Seite auch. Da stecke ich einmal rundherum fest und dann kann man das auch schon fertig nähen. So, so muss das Ganze jetzt ausschauen. Ich habe jetzt beide Seiten aufeinander gesteckt. Vorne und hinten. Und das werde ich jetzt mit der Overlock zusammennähen. Also einmal die Längsseiten hier und einmal die Ausschnitte. Die Rundungen müssen wir gleich mit der normalen Nähmaschine mit einem ganz normalen Gradstich nähen, weil mit der Overlock oder mit dem Overlockstich kommt man nicht ganz so gut um so ganz enge Kurven rum. So, wie ihr sehen könnt, habe ich das jetzt rundherum versäubert und hier oben habe ich dann einfach mit einem normalen Gradstich rundherum einmal genäht. Das, was hier übersteht, das schneiden wir jetzt noch ein bisschen ab. Aber bevor wir es wenden, müssen wir hier noch eine Verstärkung für die Druckknöpfe aufbügeln. Jetzt brauchen wir ein Stück von diesem dünnen Aufbügelvlies. Das verstärkt eigentlich normalerweise bei Blusen zum Beispiel die Druckknöpfe und ich bügel die gerne bei den Stramplern ein. Und das wird dann einfach hier oben in dem Bereich aufgebügelt. Hier kann man erkennen, habe ich die Einlage aufgebügelt. Jetzt drehen wir das Ganze wieder um, also dass der Strampler richtig herum ist. Und vorher müsst ihr es aber gut auskühlen lassen, weil sonst löst sich das eventuell wieder ab. So, und jetzt wisst ihr auch, was ich meine, damit das von innen dann schön aussieht. Jetzt sieht man, dass das von beiden Seiten dieser Stoff ist. Jetzt bügeln wir das alles nochmal richtig schön glatt, damit das nicht so wulstig ist. Und dann kommen wir schon zu den Abschlussnähten. So sieht das Ganze jetzt gebügelt aus. Und damit uns das Innenteil nicht immer rauskommt, weil es ist ja jetzt nicht festgenäht, sondern nur an den äußeren Rändern, werden wir hier noch rechts und links unter der Achsel noch eine Naht setzen, genauso lang, wie das Innenteil geht. Und dann nähen wir hier im Nahtschatten, das heißt genau in der Mitte von den beiden Stoffen. Und dann sieht man diese Zusatzfixierungsnaht nämlich auch nicht. Dafür benutzen wir übrigens auch einen ganz normalen Gradstich. Ja, und wie ihr sehen könnt, seht ihr fast nichts. Also ich habe jetzt im Nahtschatten eine Naht gesetzt und das Ding ist hiermit somit fest verbunden und kann nicht mehr hochrutschen. Ja, und jetzt fehlen nur noch die Knöpfe. So, jetzt zeichnen wir die Druckknöpfe ein. Dafür habe ich extra einen Textilstift. Das wäscht sich hinterher wieder raus. Dann setzen wir nur noch die Zange auf. Ihr müsst gucken, dass ihr genau mittig seid. Schön fest zudrücken. Und schon habt ihr euren ersten Knopf drin. Ich mache das übrigens so, dass auf der Vorderseite immer die mit diesen abstehenden Knöppis sind, weil auf der Rückseite liegt dann das Kind nicht mal versehentlich da drauf. Da habe ich dann diese flachen Knöpfe und da tut das ihm dann hinten im Nacken oder im Rückenbereich nicht weh. So, diesmal sehe ich gerade, habe ich den vorderen über den hinteren gemacht. Normalerweise mache ich das immer andersrum, aber bei dem Strampler finde ich das eigentlich auch eine ganz schöne Variante, weil es sieht jetzt alles so schön glatt und eben aus.
Jetzt fehlen noch die Druckknöpfe hier unten und hier werde ich jetzt persönlich 4 Stück reinmachen. So wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt die 4 Knöpfe angebracht. Jetzt habe ich die beiden Streifen direkt genau aufeinander gelegt, also so wie ihr sie hier auch eingenäht habt. Und dann, damit ihr genau passend auch die andere Seite übertragen könnt, müsst ihr jetzt einfach nur auf diese Knöpfe draufdrücken. Das heißt, alles schön ordentlich aufeinander legen und dann jeden Knopf richtig doll auf den Boden drücken. Dann habt ihr nämlich hinterher einen Abdruck. So sieht das Ganze dann nachher aus. Da könnt ihr ja nochmal mit dem blauen Stift nachgehen und dann könnt ihr dann die Gegenseite perfekt auch reindrücken. So, jetzt ist die Gegenseite der Knopfleiste auch drin. Jetzt knöpfe ich das Ganze noch zusammen und zeige euch gleich das Endresultat. So, fertig seid ihr auch schon mit eurem Strampler. So schaut das Ganze jetzt aus. Hier unten habt ihr schön eine Knopfleiste zum Öffnen für die Windel-Action und die langen Beinbündchen, damit ihr die dann auch noch länger tragen könnt als jetzt Größe 62 wie bei mir. Und eine super bequeme Passform, weil das alles schön weit geschnitten ist. Und ja, somit wäre ich fertig. Wenn ihr noch Fragen habt, unten in die Kommentare damit. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal.